Frau Holle. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber. Das schöne und fleißige Mädchen musste sich oft den ganzen Tag an den Brunnen setzen und spinnen, bis ihm das Blut aus den Fingern lief. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Das Mädchen bückte sich über den Brunnen, um sie abzuspülen. Dabei fiel sie ihm aus der Hand ins tiefe Brunnenwasser. Das Mädchen weinte und traute sich nicht ohne die Spule heim. Und in seiner Angst sprang es der Spule hinterher. Es verlor die Besinnung. Als es wieder erwachte, saß es auf einer schönen bunten Wiese inmitten vieler Blumen und der herrlichsten Sonnenschein. Das Mädchen stand auf und ging ein Stückchen. Da kam es zu einem Backofen, der war voller Brote. Die riefen: Ach, zieh uns heraus! Zieh uns heraus! Sonst verbrennen wir! Das Brot ist ausgebacken! Das Mädchen trat an den Ofen und holte mit dem Brotschieber alle nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. Der hing voll Äpfel und rief ihm zu: Ach, schüttel mich! Die Äpfel sind alle miteinander reif! Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen. Es sammelte sie in einen Korb und ging weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau. Sie winkte und rief: Komm rein! Du kannst bei mir bleiben! Wenn du mir im Hause hilfst, soll es dir gut gehen! Du musst nur erfahren, dass du immer mein Bett kräftig zuhörst. Wenn die Federn fehlen, schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle. Das Mädchen willigte ein und begann gleich mit der Arbeit. Es war fleißig und schüttelte das Bett so gewaltig auf, dass die Kinder auf der Erde sehr zufrieden waren und viele Schneemänner bauen konnten. Dafür hatte es ein sehr gutes Leben bei Frau Holle. Es hörte nur freundliche Worte und konnte essen, was ihm schmeckte. Und dennoch bekam es nach einer Weile Heimweh und wurde traurig. Ich möchte zu den Meilen, sagte es zu Frau Holle. Die verstand es sehr gut. Ich will dich selbst wieder als Tochter führen, sagte sie und nahm das schöne Mädchen an die Hand. Das Tor öffnete sich und als das Mädchen hindurchschritt, fiel ein heller Goldregen und alles Gold blieb an ihm hängen, sodass es über und über damit bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, sprach Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die in den Brunnen gefallen war. Darauf schloss sie das Tor. Das Mädchen fand sich unweit des Hauses wieder, in dem Mutter und Schwester wohnten. Als es in den Hof trat, saß der Hahn auf dem Zaun und rief: Kikeriki! Unsere Goldmarie ist wieder hier! Mutter und Schwester kamen aus dem Haus und bewunderten das fleißige Mädchen. Weil es so viel mitgebracht hatte, nahmen sie es auch freundlich auf. Das Mädchen erzählte, wie es ihm ergangen war. Da sagte die Mutter zu ihrer faulen Tochter: Das kannst du auch alles tun. Sieh zu, dass du ebenfalls von Frau Holle mit Reichtum überschüttet wirst. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Aber das faule Mädchen warf die Spule gleich in den Brunnen und sprang hinterher. Es erwachte wie das andere auf der schönen Blumenwiese und ging auf dem Wege weiter. Als es zum Backofen kam, rief das Brot: Ach, zieh uns heraus, sonst verbrennen wir. Alles ist schon gut durchgebacken. Die Faule aber antwortete: Da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen. Das fällt mir gar nicht ein. Und sie lief weiter. Bald kam sie zu dem Apfelbaum. Der rief: Ach, schüttel mich, schüttel mich. Die Äpfel sind alle miteinander reif. Sie antwortete aber: Du kommst mir recht. Es könnte mir ein Apfel auf den Kopf fallen. Und ging weiter. Als sie zu Frau Holles Haus kam, wartete sie gar nicht erst auf eine Einladung, sondern schritt flink hinein. Am ersten Tage war sie fleißig und folgte, wenn ihr Frau Holle etwas auftrug, denn sie dachte an das viele Gold. Am zweiten Tage aber fing sie schon an zu faulenzen. Die Federn flogen spärlich. Und auf der Erde beklagten sich die Kinder, weil es kaum schneite,
Am dritten Tag aber wollte sie früh überhaupt nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Das gefiel Frau Holle gar nicht. Du kannst gleich wieder ins Haus gehen, sagte sie. Dem Mädchen war es sehr recht, denn es meinte, nun würde der Goldregen kommen. Frau Holle führte die faule Marie zum Tor. Es öffnete sich. Dann regnete es schwarzes Pech auf das Mädchen. Frau Holle aber sagte, das ist der Lochfuch dein Schlitte weht. Nun musste die Faule heimgehen, ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen rief, Kikeriki, unser Pechmarie ist wie hier.